Okay, ich möchte heute Abend an den Vortrag von gestern ein bisschen anschließen. Gestern war ja haben wir uns beschäftigt mit der Frage, die der Buddha treibte zur Praxis. Diese tiefe Frage, warum sollte ich, der ich Verfall und Tod unterworfen bin, nach dem streben, was Verfall und Tod unterworfen ist? So die Frage an das Leben überhaupt, die Frage an den Sinn des Lebens, an eine Ausrichtung im Leben, eine grundlegende Veränderung in seinem Leben. Die Lehre des Buddha und seine Methodik dreht sich um diese Frage, dreht sich darum, eine Antwort zu finden auf diese Frage. Und das spiegelt sich auch in seinem sich drehen um das, was er Dukkha nennt. Und es muss einfach einen Dukkha-Vortrag in einem Retreat geben. Entschuldigt, ja? Und Dukkha ist, wir denken gleich, oh Gott, schon wieder Dukkha, ja? Leiden, Trübsal, Trauer. Jetzt geht's wieder ab in den Keller. Ein Stück weit ja, aber ein Stück weit geht Dukkha weit über diese übliche Begreifen, dass das Leiden damit gemeint ist, hinaus. Wenn wir genau hinschauen, dann erkennen wir, dass es bei diesem Dukkha wirklich um unser Leben geht. Es wird immer wieder gesagt, wenn Dukkha definiert wird, dann heißt es da, Geburt ist Dukkha, Altern ist Dukkha, Krankheit ist Dukkha, Sterben ist Dukkha. Und das ist eigentlich eine Beschreibung für geboren werden, im Leben sein und wieder sterben. Ihr seht darin auch genau diese Begegnungen bis auf die Geburt, mit denen der Buddha konfrontiert worden ist. Einfach diese Tatsachen anzuerkennen als wichtige Bestandteile des Lebens, die auch eine Relevanz haben dafür, wie wir leben, ja, wird hier sehr klar nochmal aufgegriffen. Ob wir da jetzt Leiden zu sagen mögen, ich finde die Übersetzung da ein bisschen unstimmig. Aber auf jeden Fall ist es eine existenzielle Dimension, ein Geschehen, das wir so oft nicht im Blick haben, dass das Leben ist. Wir sind so in unserem Leben und gehen so mit unseren Problemen um und jagen dem einen oder anderen hinterher und sind so in verschiedensten Prozessen drin, aber wir blicken selten auf das Leben in seiner ganzen Form und überlegen uns so ein bisschen, was ist denn das überhaupt? Was ist der Sinn? Was ist meine Ausrichtung da? Was bedeutet das? Ist ja auch irgendwie gar nicht so einfach, diese Fragen zu beantworten. Und irgendwie wurden wir ja auch gar nicht gefragt, ob wir überhaupt da sein wollen. Ja? Irgendwie sind wir mit dieser etwas anspruchsvollen Frage konfrontiert, ohne je gefragt worden zu sein. Das ist irgendwie gemein, oder? Aber wir kommen auch nicht raus aus der Geschichte. Jetzt sind wir schon mal hier. Also heißt es, dass wir uns dem nähern, dass wir uns dem öffnen. Der Buddha nennt dann noch einige Dinge mehr, die wir vielleicht wirklich als Leiden begreifen wollen. Sorge, Jammer, Schmerz, Trübsal und Verzweiflung sind Dukkha. Oder man könnte auch sagen, Sorge, Jammer, Schmerz, Trübsal und Verzweiflung gehören zum Leben. Mit Unlieben vereint sein ist Dukkha. Von Lieben getrennt sein ist Dukkha. Nicht erlangen, was man begehrt, ist Dukkha. Und auch hier wieder, wir könnten einfach sagen, statt das mit Leiden zu übersetzen, das ist Leben. Das erfahren wir, wenn wir leben. Ich möchte immer noch da reinschummeln, auch erlangen, was man begehrt, ist Dukkha, aber es steht nirgendwo. Aber es drängt sich mir so auf. Und das ist nicht nur einfach leidvoll. Es ist einfach auch ein Teil von unserem Leben, aber es hört da ja nicht auf. Oft ist es sehr spannend, wenn wir dann endlich das bekommen, wonach wir uns sehen. Das ist echt, echt interessant. Also das Leben zu verstehen, das Leben sich zu nähern, aber mit einem wachen Auge, mit einer Reflexion, einem wirklichen Gewahrsein und nicht einfach nur in unseren Ideen, in unserer Halbherzigkeit, die wir oft haben. Also halbherzig meine ich, wir sind da und wir sind doch nicht da. Und wir kennen das vielleicht in der Praxis. Wir haben so viele Momente, wo wir da sind, irgendwo, und doch nicht da sind. Doch nicht wirklich da sind, nicht wirklich in Kontakt sind. So schummrig halb in Kontakt mit diesen und jenen.
irgendwie sehr seltsam. Also diese Begebenheiten, denen wir begegnen, wenn wir sie halt wirklich sehen als Dukkha, nicht übersetzen mit Leiden, sondern wirklich übersetzen mit Leben. Ich glaube, es trifft es viel, viel besser, worum es geht. Es wird nicht mehr so einseitig, nur auf eine Seite in unserem Leben zu schauen. Und es heißt auch nicht, unser Leben wäre jetzt alles Dukkha, also im Sinne von leidvoll. Es stimmt ja nicht. Unser Leben ist auch angenehm, ist auch schön, ist auch beglückend. Es gibt eine Freiheit, die wir erlangen können, eine Antwort auf diese Begebenheiten, die der Buddha gefunden hat. Am Ende wird oft noch kurz zusammengefasst, die fünf Gruppen des Anhangs sind Dukkha. Die fünf Gruppen des Anhangs sind wir. Eben dann zu sagen, sind Leid. Aber wenn wir einfach sagen, die fünf Gruppen des Anhangs sind Leben, dann beginnen wir vielleicht auch sehr leicht, das zu verstehen, dass es vielleicht darum geht, dieses Leben tief zu verstehen, sich dem zuzuwenden, statt abzuwenden, sich mit dem auseinanderzusetzen, statt loswerden zu wollen. Und das ist eine ganz andere Begegnung, ganz andere Ausrichtung, wie wir es sonst kennen. Klar, wenn wir diese unangenehmen Aspekte erfahren, dann wollen wir davon weg, wir wollen sie loswerden. Wenn wir aber beginnen wollen, sie zu verstehen, beziehen wir sie ein in das Leben. Manchmal werden so buddhistische oder überhaupt, je nachdem wie man einen Sachverhalt betrachtet und versteht, kann man sehr Unterschiedliches damit machen. Sehr lange hat man eben diese vier Punkte, sag ich mal, als die vier Wahrheiten begriffen. Vier Wahrheiten, die es zu begreifen gilt. Ich finde es sehr spannend, dass Stephen Batchelor daraus vier Aufgaben gemacht hat. Und ich mag mich gar nicht jetzt auch nur auf vier Aufgaben festlegen, da bin ich zumindest nicht. Aber ich finde beides ganz schön. Einmal als Tatsachen vielleicht zu sehen, als Gegebenheiten, die das Leben ausmachen oder die Beschreibungen sind von dem, dessen, worin wir uns befinden, worum es geht. Dass wir aufwachen dazu. Aber um da aufzuwachen, können wir das auch sehen als einen Prozess, statt als etwas Dinghaftes, etwas, was ich damit mache. Eben, ich will Leben verstehen. Die Dukkha verstehen. Um eben eine neue Antwort zu finden auf das Leben. Und dazu wenden wir uns hin. Wenden wir uns hin zu diesen Aspekten in unserem Leben. Und wir können wirklich beginnen, oft beginnen wir mit den schmerzhaften Aspekten. Weil wenn wir denen begegnen, dann stechen die oft raus. Irgendwo habe ich mal gehört, ich kann es jetzt nicht mehr ganz, aber neurophysiologisch bemerken wir unangenehme Erfahrungen stärker und länger als angenehme Erfahrungen, hat mal jemand gesagt. Und wir können schauen in unserer Erfahrung, stimmt das vielleicht? Oft hat es da was. Wobei es gibt verschiedene Typen von Personen. Der Buddha Unterschied oder im Buddhismus werden oft so die drei Typen unterschieden. Da gibt es so die Aversionstypen, die sind besonders gut da drin zu sehen, was nicht stimmt. Und dann gibt es die Giertypen, die sind ganz gut im Verdrängen, was nicht stimmt. Die richten sich sofort auf darauf, was man haben könnte. Aber wenn sie genauer hinschauen, bemerken sie eben auch, sie wollen das haben, um etwas anderes nicht zu haben. Und dann gibt es aber diejenigen noch, die Verblendungstypen, weiß man so schön, die sind am besten dran. Die kriegen lange nicht mit, was man haben könnte, sind davon schon mal ziemlich frei, im Hinterherjagen und kriegen auch erstmal lange nicht mit, was unangenehm ist, was nicht stimmt. Und die ruhen ganz entspannt so vor sich hin, machen so ihr Ding. Ne? Denen geht's eigentlich richtig, nicht dumm. Die sind nicht dumm, okay? Das sind zwei Paar Schuhe. Die sind entspannt. Die sind sehr entspannt. Und man mag die eigentlich innere gerne, außer sie sind ganz träge. Also für die Aversionstypen ist es manchmal schwierig. Die tendieren dazu, ein bisschen träge zu sein.
Aber für in gewissen Situationen ist das sehr vorteilhaft für die anderen beiden. Ja, weil die sind schneller im Mitkriegen, was sie wollen oder nicht wollen. Ja, und bevor die den Mund aufgemacht haben, haben die anderen schon ihren Platz reserviert. Ja, beim Tisch, in der Halle, in Betten, an den Räumen und so. Ja, also das sind echt schnell. Und die anderen sind erstmal ganz okay, bis sie irgendwann merken, vielleicht wäre doch lieber dort hinten gewesen. Schon Platz schon weg. Na gut, also da gibt es so kleine Differenzen. Aber grundsätzlich, wenn wir sehr unangenehme Erfahrungen machen, bleiben die oft lange hängen. Sieh, wie tief sich das eingräbt, wie sehr unser Organismus darum bemüht ist, unangenehme Erfahrungen zu vermeiden. Und es hat wirklich seine Linie bis hinunter zu unseren Vorfahren, einfach weil wir so am besten überleben. Gefahren vermeiden, unangenehm könnte man als eine Möglichkeit des Organismus sehen, wahrzunehmen, was ihn bedrohen könnte. Also wollen wir das vermeiden, wollen dem aus dem Weg gehen, wollen das loswerden. Und wir erleben eben auch diese Reaktivitäten. Wenn wir unangenehme Erfahrungen machen, dann findet oft eine Reaktion statt, sehr schnell. Und diese Reaktion ist oft in dreierlei Form. Entweder wir wollen sie loswerden, wir reagieren mit Ärger, oder wir reagieren mit Abwehr, irgendeiner Form von Abwehr, und Ärger ist eine Form davon. Oder wir reagieren mit Flucht, ja, wir rennen davon, Angst und Panik gehören dazu. Oder wir reagieren mit dem Todstellreflex, mit Erstarrung. Und Ohnmacht und Hilflosigkeit passen da hinein. Und diese drei Reaktivitäten, die sind sehr tief angelegt und setzen sehr schnell ein. Und ganz oft, wenn wir dann uns öffnen dem Leben und dann machen wir Erfahrungen, die unangenehm sind, entdecken wir diese Reaktivitäten, auch hier in der Praxis. Und die Idee ist hier in der Praxis eben, statt einfach nur damit zu machen, ja, diese Reaktivitäten auszuleben, stehen zu bleiben, das Gewahrsein wirklich dahin zu bringen, statt mitzulaufen, das umzusetzen, was die Impulse diktieren, damit zu sein mit der Reaktivität, zu sein mit der unangenehmen Erfahrung. Das macht nur Sinn, sag's mal so. Es widerspricht unserer Prädisposition. Es macht nur Sinn, wenn es tatsächlich eine Hilfe ist, wenn es eine sinnvolle Antwort ist auf das, was passiert. Und der Buddha, das ist eben das, was er gefunden hat. Statt in diesen Reaktivitäten gefangen zu sein und sich da weiterzudrehen, das nannte er den zweiten Pfeil abzuschießen, mit der Erfahrung zu sein und sie anzunehmen und dadurch auch wieder ein Teil von Dukkha im Sinne von Leiden herauszunehmen. Eine leidhafte, verstrickende Reaktivität zu beenden, die nirgendwo hinführt, die uns einfach im Kreise führt, die nicht wirklich eine konstruktive Lösung herbeiführt, sondern wir drehen uns und drehen uns und drehen uns in Reaktivitäten. Wir schüren Geisteszustände, die uns verstricken, verstricken in Leid und die uns nicht helfen bei Klarheit und Mitgefühl. Also wenn wir uns drin verstricken, dann entstehen daraus sehr unheilsame Geisteszustände. Damit sind gemeint, wirklich uns vielleicht so zu definieren, wenn ihr feststellt, ein Geisteszustand, ihr lasst ihn laufen und führt wirklich zu Unheil. Ja, zu Unheil, führt zu nichts Guten. Dann habt ihr einen unheilsamen Geisteszustand. Also fangt nicht andersrum an. Ja? Sonst benennen wir viele Sachen, die vielleicht auftreten und nicht so ganz adäquat. Ja, sondern wir betrachten gerade ja Frustration, Verärgerung, Enttäuschung, die können unheilsam sein, müssen aber nicht, oder Teile davon müssen nicht. Guck genauer hin.
ganz klar wird es in dem Moment, wo wir vielleicht auf Hass stoßen. Wenn wir es einfach laufen lassen, kann aus jeder Unzufriedenheit Hass entstehen. Wenn wir es nicht reflektieren, wenn wir nicht wirklich genau beobachten, was da passiert. Und dieser Hass und Hass in sich selbst ist halt wirklich eine sehr zerstörerische Kraft. Da sind wir nicht mehr im Ärger. Ich finde den Unterschied sehr wichtig zwischen Ärger und Hass. Weil in Hass sind wir völlig zu für jedes Argument eines anderen. Wir sind wirklich dicht. Und es geht nur noch um Zerstörung. Es geht nicht mehr um Verstehen, um eine Verletzung mitzuteilen, um einen Konflikt auszutragen, um Unstimmigkeiten aufzumerken und zu bereinigen. Alles, was Ärger so ein Stück weit anstoßen kann. Hass ist eine rein zerstörerische Kraft. Puh. Da sehe ich dich als Feind und du hast nichts Gutes. Und ich freue mich über dein Leid. Also Hass hat, wenn man da reingeht, das ist manchmal nicht so viel Gelegenheit für richtig Hass. Aber Hass ist wirklich eine ganz andere Qualität als Ärger. Und es ist wichtig zu verstehen, weil Hass, wenn der in uns ist, der verzehrt uns, der ist schmerzhaft. Und wir bekommen eine momentane Linderung, wenn wir diesen Hass ausleben. So wie einen Druck ablassen. Aber dieser Hass ist so tief dann schon in uns, hat uns sozusagen schon so weit eine vergiftete Atmosphäre geschaffen, dass er wiederkommt. Er ist unersättlich, genauso wie die Gier. Es hat was Unersättliches. Es führt nicht wirklich zu einer Entspannung. Also der Hass ist wirklich etwas, was, wenn wir ihn untersuchen, und wir können es auch andersrum machen, wenn es wirklich unheilsam ist, hat unheilsame Qualitäten, dann schaut, was es ist. Manchmal beginnt es mild. Shantideva hat sich sehr auseinandergesetzt mit diesen Kräften. Da gibt es viele wundervolle Strophen in seinem Werk. Eines heißt es, zu tun, was man nicht möchte. Und dann daran gehindert zu sein, zu tun, was man möchte. Ist ja wirklich einfach, haben wir ständig, ne? Zu tun, was man nicht möchte. Jemand sagt euch, mach bitte dies oder jenes, ihr habt keinen Bock. Ja? Oder andersrum, daran gehindert zu sein, zu tun, was ihr tun möchtet, ja? Mögen wir auch absolut nicht. Kennt ihr solche Momente? Verstehst du, warum ihr, ja? To do what I don't want to do. Ist Nahrung für einen unzufriedenen Geist. Wenn er das nicht, weiter unzufrieden. Und wenn dann diese Unzufriedenheit einfach läuft, dann suchen wir natürlich einen Schuldigen. Ja, und daraus entsteht dann Hass. Dadurch wächst der Hass, sagt Shantideva. Und das können wir wirklich sehr schön beobachten. Wir haben ganz oft Instanzen, die verhindern, dass wir schon in den Hass gehen. Ja? Aber nicht unbedingt. Was Shantideva erkennt vor allen Dingen, dass der Hass da nicht nur andere zerstört, was er oft tut, sondern vor allen Dingen ihn selbst. Ja? Er schreibt, zu tun, was man nicht möchte und daran gehindert zu sein, zu tun, was man möchte, ist Nahrung für einen unzufriedenen Geist. Dadurch wächst der Hass und zerstört mich. Diese Klarheit, die ist ihm sehr wichtig, dass er das begreift, dass er das sieht, um einfach wirklich eine Motivation zu haben, dem Hass zu widerstehen. Sagt weiter, wenn Weise Leid erfahren, bleibt ihr Geist klar und rein. Denn wenn man gegen Störgefühle einen Kampf führt, entstehen dadurch noch mehr Verletzungen. Und Störgefühle sind einfach die Frustration, die Unzufriedenheit, die Enttäuschung, dieses seltsame Gefühl, jemand sagt euch, das darfst du aber nicht tun. Oder das sollst du tun.
Auch wenn wir erwachsen sind, wir leben meistens in Gemeinschaften. Irgendwas werden wir immer gefragt, ob wir in Nachbarschaften wohnen, ob wir in arbeiten gehen irgendwo, ob wir in Familie wohnen, Freundschaften oder in solchen Gruppenveranstaltungen. Das hat dann so bestimmte Grenzen, bestimmte Auflagen auf eine Art, damit sich alle hier wohlfühlen können. Aber oft wollen wir diese Gefühle nicht haben, weil die sind unangenehm, die sind schmerzhaft. So eine richtige Unzufriedenheit. Wenn ihr dem mal begegnet, ist echt, echt nett. Ja? So eine richtige Unzufriedenheit. Das passt mir jetzt aber nicht. Ich hätte es aber gerne anders. Das braucht ganz schön viel, dass wir uns wirklich bereit erklären, statt da einzusteigen und irgendwen da innerlich zumindest zur Verantwortung zu ziehen. Ja? Die ist aber ganz schön blöd. Bei der gehe ich nie wieder auf ein Retreat. Ja, so. Wirklich zu sagen, ich gucke da nach innen. Das schaue ich mir jetzt an. Weil Shantideva sagt, wenn ich gegen die Störgefühle in mir einen Kampf führe, entstehen dadurch nur noch mehr Verletzungen. Und das ist ein endloses Ding, weil irgendwas davon bekommt ihr ständig auf den Tisch. Ja, das ist ja unser bisheriges Programm, ist ja der Versuch, dass wir unser Leben so hinkriegen und die anderen so hinkriegen, dass wir nie wieder Unzufriedenheit und derartiges erfahren müssen. Dummerweise scheint das irgendwie nicht so zu gelingen. Ja? Also können wir mal vielleicht eine andere Strategie einwerfen? Das ist halt die Frage. Also das Hardcore-Programm, aber ich mache es momentan nicht mehr, vielleicht kommt es nochmal, nicht sicher, war das Bergretreat. Gell? Ich weiß nicht, ob du beim letzten Mal dabei warst. Das Bergretreat, das war eine Weile in den Alpen und ich habe lange darum rumgedoktert, wie ich das am besten aufziehe, weil es hat mich jedes Mal so viel Nerven gekostet. Es war so anstrengend, diese Bande da in Zaum zu halten, da oben. Bis ich irgendwann drauf kam, ich muss ganz strenge Regeln setzen, was gar nicht meins ist. Richtig Zen-Lehrerin werden sozusagen. Es wird alles durchstrukturiert. Ja, das ist echt harmlos hier. Es war richtig durchstrukturiert. Mit ganz vielen Sachen, die helfen sollen, Klarheit reinzubringen. Und vor allen Dingen dieses, es darum geht, hey, lenkt das Untersuchen nach innen. Nicht einfach reagieren nach außen. Ja, ich musste ständig Bälle abwehren, das war so anstrengend. Ständig kam an, das passt mich nicht, das passt mir nicht, ich hätte das anders gerne oder ich schere mich überhaupt nicht um das, was du da sagst, ich mache einfach, was ich will und ich will da hinterher und du. Und so wahnsinnig anstrengend, ja? Erzieherin spielen, ne? Nee, nicht meins. Und irgendwann wusste ich, okay, das müssen wir jetzt anders machen. Es gab jeden ein Telefonat vorher, ganz klar gesagt wurde, ne? Es hat viele Vorgaben, ungefähr so und so, und also es war alles bekannt. Und ich will keinen einzigen Protest hören. Ich will keinen einzigen Widerspruch, ich hätte es auch noch nicht mal einen Vorschlag haben. Es ist mir völlig egal, ob der super toll ist. Ich will den gar nicht hören. Was immer ihr da im Geist fabriziert und krummelt und sonst wie euch ausdenkt, das könnt ihr gerne innerlich mit euch ausmachen. Guckt es euch einfach an. Das war eigentlich meine ganze Idee für diesen Kurs überhaupt, dass man das tut. Ich habe nicht rausgefunden, wie ich die Leute dazu kriege, das zu machen. Und das wurde dann für mich sehr entspannt. Oder entspannter. Und ich glaube, es hatte auf einmal was. Wirklich dieses, jetzt, ich bin hier innerlich total am Toben. Es passt mir überhaupt nicht. Aber es geht darum, hey, kein Kampf da innen gegen meine Störgefühle führen. Wie kann ich das machen? Einfach damit sein. Mich darauf einlassen. Loslassen. Dann will ich es halt anders haben. Aber auch nicht runterschlucken. Nicht verdrängen, nicht unterdrücken. Das ist nicht gemein. Spüren, zulassen. Und dennoch, nach außen Pokerface, bitteschön. Ja?
Aber innerlich, die könnte ich ja wirken, ja? Okay. Und dann zu sehen, was das macht. Welche Freiheit das bringt. Es bringt sie nur diese Freiheit, wenn wir es innerlich zulassen und dennoch dem nicht folgen. Und das ist gar nicht einfach, an den Punkt zu kommen. Weder zu unterdrücken, noch zuzustimmen und dennoch offen zu fühlen, deinen Kontakt zu sein, dennoch nicht zu glauben, das ist die Wahrheit hier. Dann können wir wirklich sehen, diese Kraft, die diese Praxis hat, dass sie uns wirklich aus so einem Kreislauf von Verstrickung in unheilsamen Geisteskräften befreien kann. Und wir auf einmal merken, ja, vielleicht ging es anders besser. Vielleicht wäre ja das geschickter oder so, aber so ist auch okay. Ich meine, ich war zu dem Zeitpunkt auch schon wirklich 8, 9 Mal da oben. Es war schon einiges an Erfahrungsschatz schon da. Also es, ja, und wenn ich mir jetzt mal zugestehe, dass ich vielleicht nicht die größte Sadistin bin und das extra so mache, damit die leiden, habe ich nicht gemacht, sondern ja, ich versuche es sinnvoll zu konstruieren, dann ist es halt so. Mein Gott, ganz oft ist es so statt so. So what? Aber wir können uns da wahnsinnig reinsteigern. Und das sind nur die Anfänge davon. Shantideva meint es schon sehr, sehr weitgehend. Nicht nur mit solchen Kleinigkeiten in Anführungszeichen, sondern wirklich auch mit tiefen Verletzungen und Ungerechtigkeiten, die uns manchmal widerfahren. Ja? Gegen diese Störgefühle keinen Kampf zu führen. Sie zuzulassen, sie anzunehmen, sie zu spüren und dennoch sich nicht damit zu identifizieren. Aber nicht identifizieren heißt nicht, dass wir nicht uns eingestehen, dass sie da sind. Ist gar nicht einfach, diese Balance da zu finden. Shantideva hat offensichtlich Hass ausgiebigst untersucht. Das heißt mit anderen Worten, er hat ausgiebigst Hass erfahren. Sehr beruhigend, ja? Das ist ihm immer wieder aufgetaucht. Das sind keine theoretischen Abhandlungen über Hass. Es spricht aus der Tiefe seiner Begegnung damit. Er schreibt, es gibt nichts Negativeres als Hass. Solange im Geist qualvolle Gedanken erfüllt von Hass kreisen, wird der Geist keinen Frieden erfahren. Freude und Glück wird er nicht erlangen. Schlaf stellt sich nicht ein und der Geist wird unstet sein. Und wir können wahrscheinlich noch viele, viele andere Sachen dazu schreiben. Aber wenn wir uns einlassen, wenn wir uns dem zuwenden, wenn wir statt dem nachzugeben, es halten mit Achtsamkeit, dann kommen wir dahin, dass wir zwar den Hass haben, und wir können das jetzt ersetzen durch andere schwierige Geisteszustände, aber sie nicht uns. Und Shantideva schreibt, allen Leiden widerstehen, also Hass kommt mit Leid daher. Allen Leiden widerstehend überwinden sie, die Weisen, Feinde wie den Hass. Die, die diesen Sieg erringen, sind Mutige. Die übrigen töten nur Leichname. Die sind schon tot. Finde ich auch ein sehr starkes Bild. Die anderen sind schon tot. Also die Reaktion auf Unangenehmes, Reaktion von Abwehr. Dann gibt es die Reaktion, also wenn sie kommt, spüren, einschließen in die Praxis, diese Abwehr und das, was daraus oft schon entstanden ist. Der Ärger, der Hass, das Grummeln in uns. Sich dem zuwenden. Und dadurch ziehen wir den zweiten Pfeil wirklich raus. Dann eine andere Form der Abwehr ist Flucht. Und Flucht kann sich ausdrücken in Angst, in Panik vielleicht. Und es kommt auch immer wieder auf. Wir möchten das nicht spüren. Irgendetwas in uns, ein Schmerz, ein Ton, eine Geisteserfahrung, wir trauen uns nicht ran, wir trauen uns nicht, uns wirklich zu öffnen.
Diese Flucht, diese Angst, diese Panik ist extrem schwierig. Eben, sie drängt uns wirklich davon zu rennen. Und es ist gar nicht einfach, es nicht zu tun. Ja? Statt dabei zu sein, und ich weiß nicht, ob ihr das mal in der Praxis hattet. Ich hatte das öfters mal in der Praxis. Also wir spüren es manchmal im Kleinen, ganz fein. Ich will mich da nicht reinbegeben. Aber es ist nicht ein weiser Entschluss, sondern es ist wirklich was passiert dann, ja, so. Und manchmal kann sich das aber auch steigern in wirklich richtige Angst und Panik. Und der Buddha hat eine sehr interessante Anleitung. Ich weiß nicht, warum ich mir das mal angeschaut habe. Richtig mal gesucht danach. Angst und Panik, spricht er mal darüber. Und es gibt eine Lehrrede, in der er das sehr genau beschreibt. Und in der Begebenheit ging er auf die Leichenfelder. Also er wollte es wissen. Die Leichenfelder ist etwas, was wir hier nicht haben. Manchmal so in den Gruselfilmen gehen die Leute auf den Friedhof und dann gehen dann die Gräber auf und dann kommen die Toten raus und so, ne? So. Und manchmal tut's den Trick für uns, schon allein nur auf den Friedhof zu gehen nachts, ne? Mitternacht. Aber es gibt keinen hier in der Nähe. Aber Buddha ging auf die Leichenfelder, da waren die Leichen offen, verstreut, lagen da rum. Und ich glaube, das ist noch viel unangenehmer, wenn wir da Tote um uns rum sehen, verschiedenen Verwesungsstadien. A, es ist sehr unangenehm, stelle ich mir so vor. Und B, auch wirklich so ein bisschen unheimlich. Und es war ja auch dunkel, vielleicht brannten irgendwo ein paar Kerzen. Und dann unter freiem Himmel, ich meine in Indien damals, gab es vielleicht noch ein paar wilde Tiere, vielleicht noch so ein paar Schakale und Tiger und keine Ahnung, was es da gab. Sicherlich ein paar Ratten, die sich hermachten über die Leichen. Das ist ne, so, das muss man sich so ein bisschen ausmalen. Auf jeden Fall beschreibt er, dass ihm wirklich in dieser Nacht die Haare zu Berge standen vor Panik. Aber er ging dahin, um zu praktizieren. Und er nahm sich vor, seine Entschlossenheit galt, wenn mich die Panik im Sitzen erwischt, werde ich nicht vom Sitzen verlassen, bevor die Panik verloschen ist. Wenn die Panik mich im Stehen erwischt, dann werde ich nicht aufhören, mich von der Stehposition wegbewegen, bis die Panik erloschen ist. Wenn sie mich beim Gehen erwischt, dann werde ich nicht aufhören zu gehen, bis die Panik erloschen ist. Und wenn sie mich im Liegen erwischt, werde ich nicht aufhören zu liegen, bis die Panik erloschen ist. Das war sein Entschluss. Mit den anderen Worten, er lässt sich von diesen Kräften nicht vor sich hertreiben. Ja? Die treiben ihn nicht vor ihnen her. Er hält ihnen stand. Er unterdrückt sie nicht. Er redet sie sich auch nicht aus. Er bleibt in Angesichts dessen einfach stehen, einfach sitzen, einfach liegen, einfach gehen. Und ich war ganz froh, dass ich das gelesen hatte, weil schnurstracks in irgendeinem der folgenden Retreat, ich glaube gar nicht mal so wahnsinnig weit entfernt, erwischte mich so eine richtige Panikattacke mitten im Gehen der Gehmeditation. Ich hatte noch nicht mal irgendeine Assoziation. Ich wusste überhaupt nicht, woher das kam. Es gab auch keinen gefährlichen Hund in der Nähe oder irgendeine andere gefährliche Person. Es war nicht nachts, sondern tags. Ich kannte den Ort. War schon öfters dort gewesen, ich kannte die Lehrer, es war alles fein. Und wie aus heiterem Himmel, und zwar nicht Angst, es war Panik. Puh. Okay, was hat der Buddha gesagt? Es war extrem hilfreich, mich zu erinnern an das, was der Buddha da gemacht hatte. Einfach damit zu bleiben, nicht wegzurennen. Es fühlt sich so an, sofort Koffer packen. Sofort. Naja, es war in Amerika, war nicht schnell mit Koffer packen, das nebenher. Ja. Und natürlich gibt es Momente, wo wir auf Angst reagieren sollen. Angst ist oft
Es kann auch wirklich eine sehr lebensrettende Sache sein, ja? Wenn wir auf der Straße lang gehen, auf einmal kommt so ein wildes Auto angefahren, es ist sehr sinnvoll, Angst zu kriegen, mal zur Seite zu springen. Ich habe heute, war unterwegs kurz, ich habe beinahe jemanden überfahren. Und zwar an der Tankstelle eigentlich, bin ganz langsam losgefahren zum Glück. Und aus irgendeinem Grund, ich habe die Person überhaupt nicht wahrgenommen. Also ich habe da hingeguckt, aber ich habe die nicht gesehen. Vielleicht war es, da war gerade so die Sonne so komisch und ich glaube, es hat einfach ein bisschen gespiegelt und ich habe die einfach nicht gesehen. Aber der ist da einfach, ich fuhr ein bisschen los, der ist da einfach ganz seelenruhig weitergegangen. Ich habe den knappst verfehlt, also. Und nicht böswillig, sondern ich glaube, ein bisschen Angst auf dessen Seite wäre gar nicht schlecht gewesen, mal einen Satz zu machen. Nicht um mich da jetzt herauszureden, aber manchmal liegt das nicht daran, was jemand uns was Böses will, sondern irgendwie kriegt uns einfach nicht mit, weil wir gerade grau in grau angezogen sind, ein bisschen Sonnenlicht und schon blurrt das da zusammen mit dem Hintergrund und der Geist schnallt es nicht, dass da was rumläuft vor der Nase. Kann passieren. Ja. Also manchmal ist wirklich Angst angesagt. Ich habe es auch mal erlebt im Frühjahr, Kajak Wildwasser gefahren. Und ein Bekannter, mit dem ich da mal unterwegs war, meinte zu mir, er hat das Gefühl, dass er nicht lange leben wird. Er hat so selten Angst. Und er fuhr auch wirklich Sachen hinunter, die er nicht fahren konnte. Er hatte einfach noch nicht das Geschick dafür. Und purzelte regelmäßig ins Wasser und schrubbte so auf dem Boden so lang und kam etwas abgeschabt wieder raus. Während ich, jetzt ohne zu prahlen, ich hatte einfach viel bessere technische Fertigkeiten und ich hatte ständig Angst. Aber wir hatten so einen Leiter dabei, der versuchte mich immer so reinzudrängen. Du kannst das, das stimmt ja auch. Aber eben, Angst kann in der Hinsicht auch ein Stück weit hilfreich sein. Deswegen haben wir sie auch. Aber dennoch, ganz oft ist unsere Angst nicht unbedingt sehr überprüft. Es ist sehr grundlegende, sehr basale und unreflektierte Reaktion. Ja, viele haben ja eine wahnsinnige Angst davor, einen öffentlichen Vortrag zu geben. Auch wenn sie die Leute nie wieder treffen. Die eine Angst davor, also habe ich mal irgendwo gelesen. Ja? Dabei, was soll passieren? Auch wenn die alle denken, die ist doof, die hat keine Ahnung, so what? Schließt mich nicht aus von meinen Freunden und meiner Existenzberechtigung. Ja, und manchmal ist auch mal spannend, manchmal missrät auch irgendetwas. Die Welt geht nicht unter, aber es fühlt sich so an. Also Angst ist so ein Zustand, mit dem wollen wir umgehen lernen, halten lernen. Damit sie uns informiert, wir aber reflektieren können, ist das jetzt hier gerechtfertigt? Und dann als zweites, welche Reaktion darauf ist jetzt sinnvoll? Es gab eine andere Gegebenheit, die ich schon oft das erzählt habe, von Panik in meinem Leben. Und eine war in den Bergen, wo der Weg sich einfach in eine Kletterpartie verwandelte, auf die ich nicht vorbereitet war und damals auch wenig Erfahrung hatte im Klettern oder Wandern in den Alpen. Ich bekam eine Panikattacke nach der nächsten. Und die sagte nur, weg hier, weg hier. Aber weg hier bedeutete in dem Fall 200 Meter springen. Ohne Fallschirm, schlechte Idee. Also das, wozu mich die Angst trieb, war genau kontraproduktiv. Das zeigt, wie wenig hilfreich unbedingt, also dass Angst, Panik nicht unbedingt sehr hilfreiche Lösungsvorschläge macht. Ja, müssen wir einfach genau hinschauen. Und dann als letztes kommt die Erstarrung, die Ohnmacht, die wir manchmal spüren können. Unser System friert einfach ein, die Totenstarre. Ja? Auch das tun wir manchmal bei sehr unangenehmen Erfahrungen
als eine Möglichkeit, zumindest der inneren Flucht. Wenn wir schon äußerlich uns nicht entziehen können, nicht wehren können, machen wir uns innerlich halt taub. Ja? Und das, dieses innere Fest und taub machen, schützt uns zumindest davon, das so direkt zu spüren, was wir jetzt erleben. Ist auch also eine Überlebensstrategie. Sie hat einfach dann den Nachteil, dass sie uns einfach unsere Lebensenergie da einfriert. Die ist da gebunden in dieser Starrheit, in dieser Ohnmacht. Wir haben keine Energie mehr. Wenn wir uns ohnmächtig und hilflos fühlen, sind wir null Energie da. Und da, was machen wir damit, wenn wir das erfahren? A, was wir immer tun, spüren und zulassen. Und dann müssen wir schauen, wie sind meine Geisteszustände. Wirklich schauen, wie ist meine innere Haltung, wie begegne ich dem. Das ist sehr unangenehm. Kann ich einfach damit sein? Und kann ich das wirklich erlauben? Und ein Satz, den ich da manchmal so als Coaching-Satz reinnehme, ist, möge ich damit sein, auch wenn das andauert bis ans Ende meiner Tage. Und das muss ich dann noch meinen. Ja, wirklich bereit sein. Das darf sein. Das ist die Akzeptanz, die wir Erfahrungen entgegenbringen wollen. Jede Erfahrung, auch dieser Ohnmacht, dieser Hilflosigkeit. Und diese Akzeptanz, das ist die Bedingung, die wir reinbringen können, die diese Erstarrung langsam aufweichen kann. Und dann können wir noch ein paar Mittelchen noch dazu bringen, so ein paar kleine Sachen. Wir können, je nachdem, manchmal, ich erinnere mich an eine Sitzung, die ich mal hatte, 2,5 Stunden Starrheit. So starr, ich konnte mich nicht bewegen. Ich saß aber zum Glück in einem ganz gemütlichen Sessel im Retreat. Aber manchmal dauert es gar nicht so lang. Und manchmal lohnt es sich auch, nicht nur die ganze Zeit bei der Starrheit zu bleiben, sondern zwischendurch einfach zu schauen. Ich kann ja meistens kann ich die Achtsamkeit nicht bewegen. Ich kann die Achtsamkeit zum Hören bringen. Und vielleicht gibt es da verschiedenste Töne, sodass da so ein Wechsel ist, so ein Fließen ist, so eine Bewegung da ist. Oder ich bemerke irgendetwas anderes, was sich bewegt, zum Beispiel Wind. Oder ein Pulsieren in mir. Oder verschiedenste Empfindungen irgendwo anders. Nicht da, wo es besonders starr sich anfühlt und hart. Aber vielleicht irgendwo anders. Irgendwie ein Kribbeln. Fliegen, die sich auf die Nase setzen, sind besonders gut. Die sind, Wärme. Kann auch gut helfen. Sodass wir der Erfahrung Raum geben können. Und natürlich entdecken wir auch hier, diese Reaktivitäten sind Teil unseres Lebendigseins. Dennoch, wir müssen dem nicht einfach folgen. Das ist der Unterschied zwischen weise und nicht weise sein. Nicht weise, wir sind gefangen in ihnen. Weise, wir erleben sie, aber wir sind nicht gefangen in ihnen. Das ist der große Unterschied. Und in dem Moment, wo wir diese Akzeptanz, die wirklich Achtsamkeit mit sich bringt, wenn wir sie entwickeln und kultivieren und uns darin vertraut werden, bringt uns zu einer immer größeren Akzeptanz von den verschiedensten Erfahrungen in unserem Leben. Und da ist einfach, und ich rede noch über die anderen Teile, das war jetzt heute Abend noch viel über die unangenehmen Aspekte. Es gibt natürlich auch angenehme, es gibt auch neutrale Erfahrungen. Aber die unangenehmen Erfahrungen, die wollen wir ja oft nicht akzeptieren, die wollen wir nicht zulassen. Und ein großer Teil unserer Praxis, nicht der einzige Teil, aber ein Teil unserer Praxis ist einfach, besteht darin, diese Erfahrungen lernen zuzulassen, anzunehmen, zu akzeptieren als Teil unseres Lebens. Wir müssen natürlich nicht immer alles so einfach nur
hinnehmen. Nach dem Motto, ich darf fast nichts tun gegen etwas, ja, wegen, ah, es könnte ja Reaktivität sein. Ja, das ist, das wäre ein bisschen einfältig, ein bisschen kurz gegriffen. Ja, wir nehmen das manchmal sogar als Ausrede, um etwas, was wir ändern könnten, nicht zu tun, weil wir einfach schlicht und ergreifend zu feige sind. Ja, also wir wollen uns drücken vor der Mühsal, etwas zu verändern. Wir wollen uns drücken vor dem Risiko, etwas zu verändern, weil was ist, wenn es schief geht? Was ist, wenn es vom Regen in die Traufe geht? Ne? Das kennt man so als Spruch auch. Bleiben wir lieber mal beim Status quo, da wissen wir, was wir haben. Ja? Also wir sind unzufrieden mit einer Situation, wir könnten sie ändern und wir weigern uns, irgendetwas daran zu tun. Ist manchmal nicht ein Zeichen von besonders guter Akzeptanz, sondern von besonders guten sich drücken. Und da kann man auch manchmal so eine Lehre einfach so mal als Ausrede nehmen. Nicht gemeint. Mit Achtsamkeit, mit unserem Erforschen, ja, mit unserem wirklich hineingehen und untersuchen, betrachten, kommen wir oft darauf, ich könnte eigentlich was tun. Und dann ist es spannend, warum will ich nichts tun? Ja. Wichtig ist auch noch zuletzt, all das teilen wir miteinander, mal mehr, mal weniger, mal heute, mal morgen. Und diese Gegebenheiten, diese Reaktivitäten, diese Erfahrungen verbinden uns auch. So mehr und mehr sich diesen Aspekten zu widmen, zu öffnen, bedeutet auch mehr und mehr zu erfahren, was es heißt, wirklich Mensch zu sein. Okay.